Herzlich willkommen. Vielen Dank fürs Einschalten. Auch von meiner Seite, Florian Nusser, Leiter Vertrieb und Marketing. Ich möchte euch heute gerne was Neues vorstellen. Und zwar, ihr werdet es schon kennen aus unserem Programm, die GIS-Liner-Sitze. Einmal der normale GIS-Liner mit der integrierten Kopfstütze und einmal die etwas exklusivere Variante, der GIS-Liner 3. Das Besondere, was wir euch heute zeigen wollen, ist, dass wir jetzt für die GIS-Liner-Sitze auch unseren Schnellverschlussfuß erfolgreich getestet haben. Das heißt, auf alle von uns getesteten Fahrzeuge und alle getesteten Bodensysteme kann ab sofort der GIS-Liner-Sitz in Verbindung mit unserem Schnellverschlussfuß, der EasyLeg, wir empfehlen hier allerdings die Höhe 190 mm, da die Sitzflächen vom GIS-Liner auch in Verbindung mit den Dreheinheiten etwas höher sind, zu verwenden. So. Hier kurz einmal gezeigt, der normale GIS-Liner mit der integrierten Kopfstütze inklusive Armlehnen und natürlich auch in bekannter Manier mit Dreheinheit. Ein sehr komfortabler Sitz, der auch ganz oft, sage ich mal, von Einsatzleitfahrzeugen, Überwachungsfahrzeugen verwendet wird, wo es einfach darum geht, dem Fahrgast einen sehr hohen Komfort zu bieten und auch einen Komfort zu bieten, der, wie soll ich sagen, über längere Zeitraum sehr gut verträglich ist, weil die Leute auf diesen Sitz dann nämlich mehrere Stunden Platz nehmen müssen. Die andere Alternative vom GIS-Liner wäre der GIS-Liner 3. Noch komfortabler, noch exklusiver. So, kann natürlich auch für Einsatzleitfahrzeuge verwendet werden oder natürlich auch wirklich dann, wenn es darum geht, VIP-Fahrzeuge auszustatten, einen sehr exklusiven Personentransport zu machen, ne? Oder natürlich einfach auch für die etwas gehobeneren Ansprüche. In unserem Fall jetzt einfach mal gezeigt mit Leder, auch ebenfalls mit der bekannten Drehfunktion. Und was bei beiden Sitzen natürlich auch erhältlich ist, wäre das Thema Sitzheizung und wenn gewünscht, Lordosenstütze. Ja, und wie gesagt, dann vielen Dank fürs Einschalten und wir hoffen, dass in Zukunft auch viele GIS-Liner-Sitze verbaut werden.